Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Heute geht es um die Untertageverlagerung Rottbod und ich muss an dieser Stelle direkt mitteilen, ich habe zweimal eine Fehlinformation gegeben und zwar habe ich gesagt in dem Video oder werde sagen, dass hier die Flugzeugteile für die Me-262 hergestellt wurden. Das ist nicht korrekt. In dieser Anlage wurden Stickstoff und Sauerstoff für die V2-Motoren hergestellt und deswegen an dieser Stelle schon mal die Korrektur. Ja, und wie ihr gleich feststellen werdet in diesem Video, ist es nicht ausschließlich ein Video über die Geschichte, sondern ich habe mir auch erlaubt, ein wenig Adventure mit reinzubringen. Von daher seid ein bisschen gespannt auf vielleicht eine andere Blickweise auf dieses Video und viel Spaß dabei. Oh mein Gott, ich bin schon völlig fertig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Für euch wahrscheinlich das erste Video von mir, aber für uns, wir sind schon ein gesamtes Wochenende unterwegs. Ich bin heute mit dem Alessandro unterwegs und sind jetzt an dem Sonntag angekommen, kommen gerade aus Berchtesgaden und schauen uns heute eine Untertageverlagerung aus dem Zweiten Weltkrieg an. Wie ihr wisst, wurde Deutschland ab 1940, 41 massivst bombardiert. Und deswegen hatte man sich entschieden, die großen Industrieanlagen, insbesondere die kriegswichtigen Güter, unter Tage zu verlagern. Dafür hat man Tunnel- und Stollenanlagen genutzt, völlig unterschiedlich, hat die dann ausgebaut und hat die dann genutzt, um zum Beispiel Flugzeugteile herzustellen. Genau so wie die Anlage, die wir uns heute anschauen, das ist die Rottbod. Und hier sehen wir schon erste Gebäude im Wald und den Alessandro, der anscheinend noch Hunger hat. Genau. So, wir haben den Weg genommen und Gerold und sein Sohn, die sind auch schon hier, die sind schon fertig. Wir sind ein bisschen später dran, wie gesagt. Und schaut euch mal hier den alten Steinbruch an. Auf jeden Fall alleine das ist schon spannend zu sehen. Hier sehen wir noch die alten Leitplanken bzw. Absturzsicherungen, alte Gebäude und wir gehen weiter. So richtig verwunschen hier, gibt es wunderbare Abgänge, alte Gebäude, wie ihr seht. Alleine das ist schon die Reise wert. Und hier sehen wir noch alte Gebäude, Spinnen, da war schon lange keiner mehr hier. Uns mal ganz kurz um, aber unser Ziel ist ja die Untertageverlagerung. Ja. Wie in Urwald. Da ist der Stollen, Leute, da müssen wir rein. Da müssen wir rein. Und ja, stehen kann ich nicht. Und schaut euch das mal an. Das ist ja der sogenannte Fluchtstollen. Und hier werden wir auf jeden Fall mal die Gelegenheit nutzen, um unser Gasbahnmessgerät einzuschalten. So, weil das machen wir nicht ohne Sicherheitsvorkehrungen. Aber erstmal gucken wir natürlich, da ist der Alessandro. So. Messgerät ist geeicht. Und schaut euch das mal an. Hier ist drin, hier drin ist schön kühl. Draußen haben wir 35 Grad. Toll, oder? Das ist ja mal schick. Oh. Vorne ist ein kleiner Durchgang.
Durchbruch. Aber es geht dann hier links. Ganz wenig Kopffreiheit. Ich muss mich bücken. Hier hat man den Verbruch zur Seite geschafft. Und da vorne geht schon wieder raus. Also war easy. Und da geht schon wieder raus. Schön den Akku sparen. Wir haben jeweils zwei Lampen dabei. Aber sicher ist sicher. Schnitt. So, da kommen wir her. Da durch den kleinen Ausgang. Das ist der Steinbruch. Und hier geht's todesartig abwärts, bestimmt 30, 40 Meter. Und wir gucken mal, wie wir hier gesunden Fußes runterkommen. Das ist mir zu scharfkantig. So, und da ist noch eine Höhle. Und hier geht es zum Glück mit den Temperaturen. Ja? Ah, danke schön, danke schön. Aber wir müssen jetzt irgendwie runterkommen. Ja, das habe ich gerade gesehen. Da war eigentlich an einer Stelle noch relativ hoch. Ich bin mal gespannt, ob wir den Weg runterfinden. Ja, ist ein bisschen. Gerold, hier lang? Danke. Was sind hier richtig hier? Können wir hier runterrutschen? Guckt euch das mal an, wie steil das ist. Also runter ist ja kein Problem. Aber wie sollen wir jemals wieder da runter? Bringen die nie um? Ja, so, meine Lieben. Also, wir hatten leider nur ein kurzes Intermezzo. Er hat uns auf jeden Fall gesund runtergebracht. Danke nochmal dafür, Gerold. Und schaut euch mal an, wie steil das ist. Deswegen werde ich gleich nicht mehr weiterfilmen. Wir wollen ja gesunden Fußes auch ankommen und kein schlechtes Vorbild sein. Und hier ist das erste Stundenmundloch. Wunderschön. Ja. Einfach nur abnormal schön. Genau, von einem Bunker hat er uns erzählt. Hier sehen wir die Außenwände eines Bunkers. Oh ne. Ja, wahrscheinlich Wasser. Oder vielleicht auch Sprengstoff. Wow. Wow. Was folgt ihr mir auch? Schaut euch das mal, wie schön das ist. Hier finden wir schon die Lichter aus der damaligen Zeit. Oh. Und war einfach gut. Nicht kaputt, Mann. So, Gasfahrmessgerät anschalten. So, kurz warten, bis es sich eingepegelt hat. Wir gucken mal hier nach links, rechts, ob es hier noch was zu sehen gibt. McDrive hätte ich jetzt Bock drauf. So. Auch ein Eingang. Jetzt ist die Frage, ob das der oder der Eingang war. Hat er irgendwas gesagt, durch ein Loch durchgehen? Komm. Nee, guck mal drüben, da ist ein Loch.
Oh ja, ist das schön kühl. Oh ja, ja. 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 So Leute, wir sind drin. We are in. So häufig hat man Räume in die Untertageverlagerung gebaut, damit man Türen etc. einbauen konnte, dass nicht jeder an den Sprengstoff oder an die Produktion gehen konnte. Mega Anlage. Unten sind noch die Schienen für die Lore. Und wir haben einen leichten Nebel in der Luft. Auch hier wieder die alten Leitungen. Und hier müssen wir jetzt mal ein bisschen umschauen, nicht, dass uns gleich noch ein Stein auf den Kopf fällt. Helm lässt grüßen. Aber ich denke, für die nächste Untertageverlagerung nehmen wir mal einen Helm mit. Das Warnmessgerät habe ich mir aufgrund von euren Hinweisen schon geholt. Das nächste ist auf jeden Fall ein Helm. Heißt Verbruch, könnte man aber lang. Und es ist tatsächlich ein bisschen glitschig. Hier sehen wir noch einen alten Pfeiler, den hat man extra in Form gebracht. Noch ein alter Eimer. Und guck mal, hier ist Verbruch, da ist zu. Eine Halle. So, Alessandra hat eine Halle gefunden. Wow, die ist ja riesig. Schaut mal, wie riesig die Halle ist. Geh mal ein paar Meter rein, dass ich mal einen Größenvergleich habe. Ach ja, stimmt. So, da ist Alessandro. Und da ist das Ende der Höhle. Riesig. Spannend. Also, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, ich wiederhole mich zur Not. Ja, Deutschland wurde ja aus der Luft angegriffen. Die kriegswichtige Industrie musste weiter produzieren. Und das hat man dann in sogenannten Untertageverlagerungen verlegt, gebracht, verbracht. Und eine davon ist die Rottbutt, ein ehemaliges Bergwerk, wie ihr seht. Und hier hat man Flugzeugteile gefertigt und das Ganze bombensicher. Hier weiterkommen. Das sieht aber nicht danach aus. Nee. Ja, ja, danke schön. So, hier geht's nicht weiter. Wir gehen zurück. Ja, ich will hier nicht anblenden. Okay. Leute, wir haben eigentlich damit gerechnet, dass wir ein bisschen länger benötigen, um die Torpedonetze zu finden. Aber die sind hier direkt am Anfang. So, erstmal umgucken. Erstmal absichern und umgucken. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Das ist komplett verbogen. Und was für Dimensionen. Da oben ist das weggebrochen. Und das ist ein riesiger Pfeiler, der mal das abgestürzt hat. Wir gucken mal, dass wir gesunden Fußes hier rüberkommen, ohne dass wir abstürzen. Also warum sind hier sogenannte Torpedonetze? Also, es gab natürlich neben dem Heer, das gekämpft hat, auch die Marine, sprich den Seekrieg. Nicht nur den Landkrieg, sondern auch den Seekrieg. Und man hat Schiffe im Hafen und woanders mit sogenannten Torpedonetzen gesichert. Das sind hier die Torpedonetze, die lassen kein Torpedo durch. Und die hatte man vom nahen KZ, dort wurden die gefertigt, geholt und hat die an die Decke montiert gegen herabfallende Steinreste. Und hier sehen wir noch die ehemaligen
Torpedoreste mittlerweile am Boden und verbodert. Schaut euch das mal an, wie riesig diese Halle ist. Und keine Ahnung, ob das nur eine Stütze ist oder ob das irgendeine Funktion hatte. Da hinten sind noch mehr Torpedonetze. Auf jeden Fall liegt das jetzt hier auf dem Boden und ist zerstört. Da oben haben wir Abluft und links daneben, glaube ich, auch noch mal, oder? Nee, da vorne ist das Abluftsystem. Seht ihr? Alessandro hat gerade hingeleuchtet. Unvorstellbar. So, jetzt gucke ich mal, wie ich da rüberkomme. So, der Stein ist fest. Hier ist ein Weg, den nehmen wir natürlich. Und das ist ein bisschen tricky, aber kriegen wir hin. Ja. So, macht das nicht zu Hause nach, Leute. Und wenn ihr das nachmacht, immer auf eigenes Risiko. Ich übernehme keine Haftung für Leute, die der Meinung sind, sie müssten diese Abenteuer nachstellen oder nachholen. Von daher macht ihr alles auf eigenes Risiko und bleibt lieber zu Hause und genießt das Material. So, wir gucken uns mal so ein Torpedonetz von Namen an. Also hier ist der Torpedo, der hat ja auch 100 km/h drauf gehabt, das ist richtig fest. Je nachdem, welchen Antrieb er hatte. Und der wurde dann hier durch diese Schlingen wurde aufgehalten. Und die haben natürlich, boah, das ist richtig, richtig hat das gearbeitet. So. Ich gehe mal hier vorne. Hier ist auf jeden Fall der Schiefer schon deutlich trockener. So, was sagt unser Sauerstoffmessgerät? 20,9, also perfekt, so wie draußen. Und da schaut euch mal da an. Ja, meine ist auch total heiß. Also wir haben die Marauder, wie immer, zwei. Und schaut euch mal an, gut, dass wir Ersatztaschenlampen dabei haben. Sie schon zwei runter. Ich habe zum Glück Handschuhe an, weil es hier so dunkel drin ist. Ich muss auf volle Leistung die Taschenlampe hochregeln. Ist deine auch so heiß? Ja, ja, natürlich. Die meine ist auch total heiß. Damit wir irgendetwas sehen können. Aber dann wird sie natürlich enorm heiß. Hier geht's auch noch. Nee, hier geht's nicht weiter. Zum Glück. Oh, schaut euch mal an, welche Kräfte hier gewirkt haben. Und ich bin ehrlich zu euch, hier ist 7 Grad oder 12 Grad, was meinst du? Ja. 15 Grad und ich schwitze immer noch. Es ist draußen 35 Grad, einer der heißesten Tage dieses Jahres. Und hier in dem Berg sind 15 Grad ungefähr, vielleicht 12. Und trotzdem bin ich am Schwitzen. Schaut euch mal an. Das ist einfach. Ich hätte euch gerne mehr Licht gegeben. Aber das ist schon das Maximale. Die regelt schon runter. Deswegen gucken wir uns erstmal hier im näheren Umfeld an. Dann kann sie ein bisschen abkühlen. Und wir haben die Möglichkeit, gleich nochmal mit Feuerintensität das Torpedonetz anzuschauen. So, das ist richtig schweres Material. Hier sehen wir einen Pfeiler. Man hat ja versucht, diese Anlage zu sprengen. Das seht ihr hier auch. Komplett geglückt ist es nicht. Und durch einen Kontakt habe ich A, die Pins bekommen. Vielen Dank, Gary und Carmen. Und natürlich auch Gerold, die das Ganze nochmal verifiziert bzw. gerade bestätigt haben. Und da oben sind noch alte Rohre. Die ganze Anlage ist mega krass. Da hinten ist auch noch so ein. Also von daher vielen Dank nochmal, um das ganze Thema abzuschließen. Auf jeden Fall ein Besuch wert, aber macht es bitte. Ja? Alessandro sagt gerade, es sieht aus wie eine Achterbahn. Hier sind sogar noch Haken drin. Und ich bin jetzt hinter diesem Gebilde, was auch immer das mal war. Und hier haben wir noch eine Rohrleitung und massive Wand eingezogen. Und er sagte gerade, wie gesagt, das sieht aus wie eine Achterbahn. Ich weiß nicht, ob ich zu dir kommen kann von hier aus. So, ja, oh, da geht's direkt weiter. Jo, das sieht wie eine Achterbahn aus. Ja, absolut. Aber wir machen mal hell. Schaut euch das mal an, wie eine Achterbahn. Unvorstellbar.
Also, vielleicht noch einen Satz dazu. Es gibt hier im direkten Umfeld auch ein Konzentrationslager, Konzentrationslager Laura. Das bedeutet, die Menschen, die hier gearbeitet haben, waren Zwangsarbeiter vieler Nationen, häufig russische Kriegsgefangene, französische Kriegsgefangene seltener, viele Juden. Und die hat man natürlich nicht gut behandelt. Das brauche ich euch nicht zu erzählen, das ist hinreichend bekannt. Schaut euch mal an, diese weiße Bruchkante, die gibt es mehrfach hier. Wunderschön. Und die mussten teilweise hier 10 Stunden, 12 Stunden arbeiten. Und ja, also könnt ihr euch ja vorstellen, wir sind ja heute kaum noch harte Arbeit gewohnt, außer die vielleicht auf dem Bauarbeiten oder auf Montage. Da ist sogar noch ein Bohrloch. Aber die Menschen, die im Büro arbeiten, wir kennen das ja alle gar nicht mehr. Ich falle da runter. Und wenn man dann hier 12 Stunden lang mit einem Bohrer arbeitet, ohne Tageslicht und weiß, dass man halt in Gefangenschaft ist. Also, schön ist anders. Schön ist anders. So, 2 Taschenlampen dabei. Eine davon ist schon halb aufgebraucht. Vielleicht steige ich auch gleich um oder wir riskieren es einfach. Hier sehen wir noch die alten Schienen. Und schaut mal, der Boden ist wellig. Und das sind die alten Schweller, beziehungsweise die waren dort eingelegt. Das Holz ist entweder vermodert oder man hat es entwendet. Und so, da gehen wir jetzt erstmal nicht ohne Alessandro lang. Wir gucken mal, was der gerade macht. Gibt es da was? Ja. Sehr gut. Also, da gibt es was. Nicht nur den leicht würzigen Geruch meines vorangegangenen Pupses, sondern wir haben hier tatsächlich noch eine Absicherung gegen Herunterstürzen. Auch eine riesige Halle. Schaut mal da oben, da könnte eventuell ein Behälter mit Wasser gewesen sein. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig für euch zu sehen, weil ich natürlich mit meiner Atmung hier Kondenswasser erzeuge. Aber schaut euch das mal an, das ist doch grandios, oder? Wunderschön, ja, ist toll, ne? Richtig tolle Anlage, auch für jemanden, der nicht so auf Bergbau steht. Sie hat ja dennoch eine bewegte Geschichte. Während des Zweiten Weltkrieges, hier wurden Flugzeugteile hergestellt für die Me-262, genau. Das erste Düsenstrahlflugzeug, also den ersten Düsenjäger, sagen wir mal umgangssprachlich. Und ja, hier wurden die Sachen. Bitte? Ja. Ich glaube, der kommt noch. Wir hatten ja kein Holz. Schaut euch mal an. Hier ist alles komplett weggebrochen. Ne, war ja noch kein Holz da. Wir haben uns entschieden, hier hochzugehen. Leider, ja. Alessandro wollte später gehen. Er wollte mit dem Aufzug fahren. Ich bin ja immer der Meinung, solche Sachen lieber am Anfang, wenn man noch Kraft hat, als wenn man später keine Kraft hat. Und ich konnte mich so gut durchsetzen. Wie immer. Rutschi, rutschi. Was sagt Sauerstoff? Ah, 20,9. Also, das ist überhaupt kein Problem mehr mit dem Sauerstoff. Eher mit dem Abrutschen. Weil das wird gleich auf jeden Fall sportlich. Das war gar nicht so einfach. Oh, guck mal. Alter. Also wie gesagt, macht das nicht zu Hause nach. Und wenn das jetzt zu ist, dann fressen Besen. Nein. Ist nicht dein Ernst. Leute, wenn ihr mal hier seid, spart es euch. Schaffen wir das? Ja. Leute, wir haben es uns getraut. Wir haben uns das getraut. Auf jeden Fall immer nur auf den ausgetretenen Wegen gehen. Schaut euch mal diesen klaren Bach an.
oder Teichsee, was auch immer. Dieses Gebilde von Wasser, ich habe keine Ahnung. Ich weiß. Okay, sagt ihr. Schaut euch das mal an. Schaut euch einfach mal diesen heiligen Gral an. Verrosteten Metall an. So, er sagt, es ist glatt. Er wird wahrscheinlich recht haben. Und? So, wir werfen mal einen Stein runter. Achtung. Ja. Oh, das sind locker 40, 50 Meter. Willst du noch einen werfen? Ach, kannst du durch das Rohr gucken? Geht? Ihr wisst ja, dass ich Höhenangst habe. Deswegen guckt nur noch die Kamera da durch. Da weg hier, schnell. Das muss ich nicht haben. So. Da sind wir da hochgelaufen. So, Kollege braucht auf jeden Fall schon ein Sauerstoffzelt oder eine Orientierungshilfe. Auch hier wieder irgendwas zum Abstützen wahrscheinlich. Da unten war mal ein Raum. Ja? Ich komme. Hier war wahrscheinlich Sprengstoff gelagert. Schon. Och, wie imposant ist das denn bitte? Und dann erstmal der Schiefer. Schaut euch das mal an. Hier eine riesige Stütze. Klatschig. Ich nutze jemand. Oh. So, Leute, bis gleich. Schaut euch das mal an. Sieht aus wie Gold. Sieht aus wie Gold. Ja, guckt das mal an. Ist sogar staubig. Ich glaube, ich habe Gold gefunden, Leute. Seht ihr das? Ist alles voller Goldstaub. Mega. Oh, oder das hier. Scheint ein bisschen wie Rost zu sein oder so. Wunderschön. Ich glaube, wir haben hier noch einen Zugang gefunden. Ja, haben wir. Welche Halle? Kamen wir von hier? Wo wollen wir das hin? Nee, was ganz anderes. Ja. Die Frage ist nur vor. Ein Regen des Bechers. Hier hat es anscheinend. Ja, die haben ja gesprengt, weißt du? Das wird wahrscheinlich durch die Explosion passiert sein. Und guck mal hier. Hier haben wir noch ein altes Rohr, welches allerdings verfüllt ist. Und dann haben wir hier noch alte Stromleitungen, ist wahrscheinlich. Das werden wahrscheinlich alte Stromleitungen sein für die Beleuchtung. Schaut euch das an, Leute. Das ist doch abnormal. Das ist eine zweite Halle und da oben waren riesige Rohre. Die gingen in die andere Halle. Und guckt euch das mal an. Also das ist wirklich unvorstellbar. Auch hier wieder Torpedonetze auf dem Fußboden. Da seht ihr die Konstruktionsweise, wie die Netze damals installiert waren. Die waren sogar mit Stahlträgern waren die montiert, damit maximale Steifigkeit vorhanden war. Seht ihr das? Und das war eine Bogenkonstruktion für die Versteifung. Ach nö. Ja, das habe ich ja drüben nicht gewusst. Naja, macht sie wieder lustig. Also gerade er wieder. Das ist der Historiker vom Herrn. Aber das ist wirklich bemerkenswert. Also das ist bis jetzt meine Lieblingshalle. So, ich glaube, Alessandro hat es eilig. Aber eine der geilsten Anlagen ever.
definitiv mega gut, mega spannend. Auch ein bisschen gefährlich, ich bin ehrlich zu euch. Und wir gehen weiter die Anlage erkunden. Bis gleich. Das wäre jetzt ein möglicher Eingang. Ich bin mal gespannt. Ja, ach, du warst doch gar nicht hier. Weiß ich noch nicht. Das wollen wir noch nicht. Es lohnt, dass ich mein Leben dafür riskiere. So eine klassische Produktionshalle, die dann abgetrennt wurde. Und da unten steht ein Fundament, vielleicht für das Rohr da hinten. Und natürlich mussten die Menschen auch auf Toilette gehen. Unten übrigens die Schienen der Lore. Und das waren die Latrinen, die Toiletten. Hier konnte man sich dann die Hände waschen, beziehungsweise war das Pissoir. Und hier konnte man das große Geschäft machen. Und wir haben jetzt unseren letzten Spot gefunden, den wir unbedingt sehen wollten. Wobei, das Kühlhaus wollen wir eigentlich auch noch sehen. Und Alessandro ist schon auf seinem Weg. Ich komme nicht nach. So, jetzt kein Spaß, Leute. Das hier ist purer Ernst. Ihr seht, das ist alles kein Spielzeug hier. Ja. So, die anderen sind hier unten durchgegangen, durch das Holz. Da muss man durch. Siehst du das? Ja, man muss also doch noch unten durchs Holz. Ich würde mich nicht da festhalten. So, und dann rutscht man die Bahn runter. Nein, das ist nicht. Ja, ich glaub dir das wohl. Ja, wir haben ja alles gesehen. So Leute, hier nochmal der Blick in die absolut vertrauenswürdige Konstruktion.
Das möchte ich euch gerne noch zeigen. Das sind Holzbalken zu einer Rutsche aufgebaut. Und schaut euch mal, welche massiven Baumstämme man hier reingetan hat. Und da kamen dann die Schieferbrüche raus. Und dann hat man die hier über Lorensysteme weggebracht. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht. Hier. Ah, cool. Dann brauchen wir den beschwerlichen Weg nicht gehen. Leute, wir haben noch eine zweite Rutsche gefunden. Und guck mal, wie weit die nach oben geht. Hier sieht man sogar noch, wie das Holz durch die Schiefer abgenagt wurde bzw. abgefetzt. Hier können wir hoch, aber wir finden bestimmt einen einfacheren Weg. Mega gut. Ja, hier sehen wir sogar noch tatsächlich Relikte aus der damaligen Zeit. Das wird wahrscheinlich ein Schaltschrank gewesen sein. Schaut euch das an. Hier sehen wir wieder diese riesigen Rohre inklusive der Mauerdurchbrüche. Und das, die Leute, ist sicherlich das Highlight von der B-Sohle, das Rohr. Und da kommt auch ganz warme Luft raus, also es ist mit oben verbunden. Richtig geklappt. Schaut euch das mal an. Hat locker mal 1,30 Meter, 1,40 Meter Durchmesser und ganz viele Mücken am Start, Mann. Hast du nicht gesagt, da setzen sich alle rein? Da setzen sich alle rein, alles da noch. Wenn die wieder herübergehen. Machst du Witze? Nö. Ich auch nicht. Vielleicht kommt ihr auch von oben, ich weiß es nicht. Alter, die hören gar nicht mehr auf, die Mücken. So, auch hier wieder nicht zu Hause nachmachen. Dieses Video wird von Profis ausgeführt, die sich nicht mit Bergwerken auskennen. Deswegen macht es nicht zu Hause nach. Das kann. Hier. Ja, bleibst du jetzt da oder was? Was weiß ich noch nicht. Oh, schaut euch das Rohr an. Boah, ein riesiges Rohr. So, ich gehe mal weiter. Aua, ich werde hier völlig zerstochen von solchen Mückenplagen. Oh. Ich bin noch nicht fertig. Boah, da geht es noch richtig tief runter, Leute. Na, aber hier ist empty. Und Taschenlampe ist leer, Leute. Schaut es euch an. Nur einen Akku bedeutet, ich werde gleich auf die zweite Taschenlampe umschwenken. So, das ist übrigens jetzt die Marauder Mini 2. Boah, riesiger Stollen. Vorteil an dieser Taschenlampe ist, man kann auch ein bisschen Spaß machen. Zum Beispiel rotes Licht. Oder grünes Licht oder blaues Licht und es ist sogar richtig hell und man hat den Beam, das man auch von der Marauder 2 kennt. Boah, ist das riesig. Also an dieser Stelle keine Werbung für die Marke, denn ich werde nicht gesponsert, aber ihr könnt gerne über meinen Affiliate-Link diese Taschenlampen kaufen, die blende ich euch jetzt mal ein. Und wenn ihr solche Bergwerke macht, braucht ihr eine Marauder 2, weil, schaut mal an, das ist die Marauder, leuchte mal, das ist die Marauder 2, die hat auch nicht mal die volle Power und das ist die Mini, geh mal weg, das sind schon deutliche Unterschiede, Leute, muss man einfach sagen. Für den normalen Hausgebrauch reicht die Mini, aber wenn ihr solche Sachen macht, dann kann das maximal eine Backup-Taschenlampe sein, so wie sie es auch jetzt gerade ist. Da unten geht's. Sieht so aus, ne? So. Wie bei Indiana Jones, das stimmt. Also hier sind richtige Mengen runtergekommen. Da möchte ich auch gar nicht so lange stehen. So, wir leuchten jetzt mit 7000, glaube ich, 7000 Lumen. Die andere hat 14.000, also doppelt so viel. Wird allerdings auch im Maximalbetrieb echt heiß. Kann man nicht lange machen und sie regelt natürlich auch irgendwann runter. So, da ist Ende und mal schauen, ob es hier noch großartig weitergeht. Und das ist natürlich immer sehr schade, Leute, einfach Müll hingeworfen, gesprayt. Nehmt doch bitte euren Müll mit, ihr könnt ihn ja auch hier hintragen, also nehmt ihn doch bitte einfach wieder mit. So, wir überlegen jetzt mal, ob wir den großen Raum noch mal anschauen, aber ich glaube nicht, oder? Nee, wir sparen uns das. Wir haben jetzt noch einen Spot, nämlich die Villa.
und bis gleich, Leute. Das hier ist die ehemalige Lagerstraße. Von hier aus wurden die Häftlinge zum KZ Laura verbracht. Man kann heute sogar noch Teile der Straße erkennen. Sie wird heute noch genutzt. Ein Teil des KZs dient heute einer Baustofffirma als Lager. Und wir gehen jetzt mal in die Villa rein. Unvorstellbar. Er sagte links, meine ich. Guck mal, hier ist noch ein alter Pfeiler und schön gewölbte Decken. Jetzt musst du auch pupsen. Boah, sogar noch die alten Kabel. Und hier sogar noch die Unterverteilung. Boah, aber schön. Also ehrlich gesagt, wirklich sehr, sehr schön. Nein! Warum machst du das? Alter! Was? So Leute, nachdem ich mich gerade ein bisschen erschrocken habe, habe ich mir überlegt, ich hole mir noch einen weiteren Kick ab und gehe hier in dieses verlassene Loch rein. Das soll der Eingang zur Uferlagerung sein. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So, immer schön brav Handschuhe anziehen. Und so. Licht. Licht. Ja, so, meine Freunde. Boah, das ist dramatisch. Was ist das denn? Soll ich bauen? Ja. GoPro ist leer, Akku liegt im Auto, da wo er gut liegt, perfekt vorbereitet dort. Richtig weit. Scheißegal jetzt. Jetzt ist es mir auch egal. Komm.
voll durch. Voll durch. So, Decathlon, wenn du das siehst, die Schuhe sind nicht wasserdicht. Obwohl sie wasserdicht sein sollen. Also wenn hier ein Hersteller von wasserdichten Schuhen ist, der zufälligerweise zuguckt oder ihr kennt jemanden, der uns sponsern möchte, herzlich willkommen. So, Freiheit. Freiheit, Freiheit, das Einzige, was zählt. So. Okay. Ich sag mal so, das hat sich nicht wirklich gelohnt, Leute. Ich muss jetzt wieder ganz weg zurückgehen. Das mache ich jetzt mal. So, meine Freunde, ihr seht an meinem Gesicht und an meinen Haaren und an meinem Körper, wir haben hier heute vollen Einsatz gegeben und gezeigt. Das war die Untertageverlagerung Rottbutt mit auch ein paar Sehenswürdigkeiten an der Oberfläche. Da vorne geht es tatsächlich noch weiter, aber ich werde jetzt an dieser Stelle Goodbye sagen. Ich werde mich verabschieden. Alessandro, willst du auch noch mal Tschüss sagen? Wink mal. Ciao. Ciao Kakao, sagt er immer. Ciao Kakao. Also von daher, ihr kennt das, lasst mir ein Like da, schickt dieses Video an eure Freunde und schaut es gerne auch zwei oder dreimal, macht Like und so weiter. Eins nicht vergessen. Was sollen die beiden nicht vergessen? Ah ja, und jedes Mal, wenn ihr ein Urbex-Video macht, macht einfach mal diese Geste. Vielleicht verbreitet sich das dann irgendwann. Alles klar. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Random Life.